fand's super und ich hab immer Bock auf solche Gelegenheiten zu spielen. Das ist halt herrlich, es ist halt einfach eine super Abwechslung und das Ganze, der Spaß lebt ja davon, dass man auch einfach so komplett unterschiedliche Sachen macht. Ebermann Stadt! Es war verdammt früh und ungewohnt, aber schön. Auch lustig zu sehen, wie die Schüler hingestürmt sind zu diesen Crash Barriers, da gab es doch so Barrieren eben so vor der Bühne und sich als erstes mal so an die hintere gestellt haben. Die ersten wollten ja so ganz vorne in die erste Reihe und haben halt nicht ganz gecheckt, dass es eine Crash Barrier gibt direkt vor der Bühne und dann gab es eine Panik und sind alles gewohnt. Also sehr lustige, aufgeregte Stimmung war da. An eure Schulzeit zurückdenkt, welche Band hättet ihr gerne selber gesehen? Wir haben gerade festgestellt, dass man jetzt, die Schulzeit hat ja lang gedauert, bei dem einen länger, bei dem anderen weniger lang. Und da muss man jetzt fest, in der Grundschule wären es natürlich andere Bands gewesen, als dann in den weiterführenden Schulen. Bei dem einen war es das Gymnasium, bei dem anderen, ich weiß nicht, welche Sonderschule oder was. Und ich habe vorher schon erzählt, ich bin mit älteren Geschwistern aufgewachsen, die haben mich ganz gut so hingeführt zum Thema Musik. Und da in der Grundschule hätte ich mich so über Rolling Stone schon gefreut. Also das hätte ich ganz gut gefunden. Ich weiß gar nicht, gab es zudem in der Zeit damals deutsche Bands überhaupt? Klar, Neue Deutsche Welle war bei mir total. Also Hubert K. einfach mal Hubert K., genau, Trio, fand ich super. Damals. Nena, in die war ich verliebt natürlich mehrere Jahre. Sie in mich auch. Gewesen, ne? Die hat mich immer vom Poster runter geküsst. Das war halt eine wunderschöne Beziehung. Du eigentlich so Led Zeppelin dann später, oder? Also so in der vierten, fünften Klasse, die Mal, die Catcher Who. Shaggy Stevens hätte ich mich auch gefreut. Und später dann Queen. Das fände ich, wäre irgendwie auch standesgemäß. Ich hätte einen Bock gehabt, Kiss, AC/DC, dann später Tote Hosen, Ärzte. Also ich meine, da gäbe es viele, eine große Auswahl hätte es da gegeben und da hätte man einfach mal anrufen können. Haben wir nicht dran gedacht.